Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream, live aus dem Leitzpark, hier aus dem Leica Store Wetzlar, über ein wirklich schönes Thema, über das Leica SL 16-35, ein tolles Objektiv. Und zu Gast ist heute wieder Olaf. Hallo Olaf, herzlich willkommen. Hallo Benedikt, grüß dich. Geht's dir gut, Olaf? Mir geht's gut, ja, bestens. Ja. Wir haben ja heute ein, ich sag mal, ganz spezielles Thema, ein Weitwinkelobjektiv, passend im Grunde zur Jahreszeit, wo man vielleicht auch Natur, Landschaft, Architektur hat. Wir versuchen heute eine große Bandbreite auch zu zeigen an Themen, die man damit fotografieren kann. Genau. Und unsere Sendung ist ja wie immer aufgebaut auf Fragen von Kunden oder Zuschauern, die wir kriegen. Genau. Und die erste Frage war, die eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun hat, ist die SL eigentlich die erste Kamera von Leica mit Autofokus und Wechselobjektiven gewesen? Nein, eigentlich nicht. Das war damals die Digilux 3. Die hatten wir dann mit Micro Four Third, beziehungsweise mit Four Third Anschluss. Micro Four Third kam ja dann erst später. Aber man konnte dieses Objektiv dann später, das war das 14-50, was ja äquivalent 28-100 entspricht, konnte man dann auch später mit einem Adapter, konnte man dann auch an die Kamera von Panasonic, jetzt können wir heute da dran machen, das geht auch nach wie vor, gibt es im Netz auch ab und zu mal ganz günstig und wer so eine Kamera hat im Micro Four Third System, der kann natürlich auch dieses ältere Objektiv, läuft nicht ganz so schnell, aber das ist ja auch vielleicht nicht so das Thema, sondern eher die Abbildungsleistung. Die ist hervorragend und es gab damals für die Digilux 3 auch einen Leica R-Adapter. Genau. Den haben wir hier, das 180er. Genau, und wir können das immer gerade kurz mal zeigen. Wie heißt es, dass wir haben hier die Möglichkeit, dann dieses R-Objektiv auch dann zu benutzen. Also auch da, das gab es damals auch schon. Was an der Kamera ein 63mm 2,8 ist und das so eine Digilux 3, die wir haben eben nachgeschaut, von 2006 ist sie, glaube ich, gewesen. Genau, ja, 2006. Also 15 Jahre. Ja. Dass die eigentlich noch Top-Bilder macht, sieht man am ersten Bild, was wir zeigen, da kommt die Sarah rein. Das ist am Samstag hier fotografiert mit der Digilux 3 und klar, also es ist im RAW-Format fotografiert. Die RAW-Konverter haben wir schon mal angesprochen, werden immer besser. Entsprechend kriegt man auch bei einer 8-Megapixel Kamera und eine entsprechende Qualität. Also man kann es auch in Capture One aufmachen. Capture One hat sogar ein Profil drin für die Digilux 3, nur mal so, auch die aktuellen Versionen. Also scheint die Kamera immer noch nach 15 Jahren so ein bisschen up to date. Ich muss sagen, die Kollegen und manche Kunden wissen, es ist meine private Kamera. Ich liebe die heiß und innig, weil es einfach Spaß macht, mit der zu fotografieren. Das ist vielleicht auch nicht ganz so sinnvoll, aber es macht sehr viel Spaß. Ja, zum Thema 16-35. Genau. Wir haben gesagt, das ist das Objektiv, mit dem man Geschichten erzählen kann. Also von der Brennweite her, von der Qualität her. Und du hast ja auch ein paar tolle Bilder gleich mitgebracht. Genau, ich hatte das Objektiv, als erstes hatten wir das 24-90 in dem System, später dann das 90-28, das waren ja die ersten beiden. Dann haben wir lange auf das 16-35 gewartet. Wie gesagt, das ist ein ganz, ganz tolles Objektiv, was, auch gerade wenn es im Weitwinkel auf der 16mm steht, auch ohne großartige Korrekturen. Man hat ja am Anfang gesagt, ja, die Baugröße könnte doch, schreit so ein bisschen nach auch 2,8, vielleicht bis 3,5. Und dann kam nachher heraus, dass wir es 3,5 bis 4,5. Da gab es am Anfang so eine leichte Ernüchterung von der Lichtstärke her. Was sich aber dann bei den Benutzern, die das Objektiv besitzen, eigentlich dann als unbegründet herausstellt, denn wir hatten das Objektiv auf stark nur auf optische Leistung getrimmt und nicht jetzt auf die Lichtstärke so, weil bei einem 16-35 meistens sowieso draußen benutzt, da ist eh genug Licht da, also war das gar nicht mal so das Thema, aber die Abbildungsleistung ist halt toll, ohne dass man jetzt wahnsinnige Korrekturen durchführen muss. No. Es ist so, dass die Geschichte, die wir erzählen möchten hier, ist, wir hatten ja immer Dinge aus dem Archiv hier liegen. Und jetzt war mal die Idee, Kunden sagten, zeig doch mal Bilder aus dem Archiv und dann starten wir auch. Die Sarah hier, das ist dann kommt der Tim. Genau, der Tim Pullmann, unser Geschäftsführer hier und der Leiter vom Archiv. Das ist der Raum, in dem all die Prototypen-Kameras liegen, limitierte Geschichten, also der Traum eines jeden Leica-Users, wenn man im nächsten Bild weitergeht, sieht man auch das sogenannte Nagelauge, also eine Kamera, wo ein Leica-Objektiv eingebaut ist, was nicht von Leica ist. Und wenn man weitergeht, sieht man hier beispielsweise sind die Zagato, ne, Designstudien, eine ganz tolle Geschichte. Alles mit dem 16-35, muss man sagen, einfach fotografiert. Das zeigt, dass man in so einem engen Raum da auch mit sehr gut arbeiten kann. Wenn es weitergeht zum nächsten Bild, ein Focomat V35.
da hast du mal, es gibt einen, wir hatten einen Kunden gemeinsam vor einem halben, dreiviertel Jahr, ja, es gibt ein Problem mit der Sicherung. Vielleicht kannst du da was zu sagen. Da gibt es jetzt einen speziellen Hersteller, der diese Sicherung wieder macht. Und also wer das braucht, kann mich ja mal anschreiben. Und wie gesagt, das war jetzt nochmal so ganz am Rande, hat jetzt eigentlich mit unserem Thema gar nichts zu tun. Aber weil wir das Foto gerade haben, haben wir gesagt, das müssen wir wenigstens mal aufgreifen und vielleicht noch diesen Schmankerl für den einen oder anderen, der das vielleicht noch sucht, dass man da wieder, da gab es keine Probleme, aber da ist jetzt jemand, der das Problem löst. Weil die Sicherung damals auf Kante genäht ist. Ich bin kein Elektriker, aber die ist einfach nicht ganz so, also die hat keine Toleranzen und da fliegt die schon mal gerne raus. Und wenn man dann weitergeht im Archiv, sieht man hier, dass natürlich auch alle Patente da sind. Und im nächsten Bild sieht man dann die Reihe, wie die aufgelistet sind. Hier sieht man auch das 16 mm schön von der Dramatik, dass man da einfach auch ein bisschen spielen kann damit. Ne? Im Ganzen. Und dann, ja, die Preislisten. Jetzt kommen meine Lieblingsordner, sämtliche Preislisten. Wenn man auf Standbild sieht, wir sind jetzt ja hier in 4K, sieht man da ja von 19, ich weiß nicht wann, 20, sind die alle da, ist alles archiviert und aufgehoben. Und dann kommt als nächstes meine Lieblingsecke, das sind Fotozeitungen, Schränke voll sortiert von 1910, glaube ich, alles da. Man kann alles nachlesen, das ist sicherlich einzigartig. Und die wichtigste Kiste, die man hier sieht, sind hier mit Oskar Barnards Konstruktionskizzen. Ich glaube, das darf man auch gar nicht aufmachen, ich weiß es gar nicht. Ne? Aber das habe ich so entdeckt. Nicht, dass diese zerfallen noch. Genau, das habe ich so entdeckt. Ne? Das muss man mal fotografieren, dass man mal einen Einblick in, wie so ein Archiv aussieht und was so ein Spektrum auch an Dingen da ist. Und dass man so ein 1635 ganz hervorragend dafür nutzen kann, um damit zu arbeiten. Die nächste Geschichte ist auch eine Geschichte, bevor deine Geschichte in Namibia kommt. Ja. Das war hier tatsächlich relativ aktuell am Samstag. Schaute ich hier aus dem Store raus, so wie ich jetzt hier rausschaue und sehe, da kommen tolle Autos. Ja. Und, da bringen Kunden ihre Autos mit. Ja. Bringen Kunden ihre Autos mit und sieht hier 1635. Und da ist es wirklich so, das sieht sehr 3D-mäßig aus. Ich glaube, dafür, Olaf, das kannst du so unterstreichen. Das ist wirklich deswegen auch die Lichtstärke muss gar nicht so groß sein, aber die Dramatik im Bild, beziehungsweise auch diese graue Wand, die sehr gerne benutzt wird, weil die muss einen, die hebt sich gut ab. Wir hatten schon einige Firmen da, die hier diese Wand auch nutzten, für eben das abzuheben, Vordergrund zum Hintergrund. Und wie gesagt, gerade diese Autos, die wirken natürlich schön dreidimensional. Also wie gesagt, die Qualität, das ist mal ein bisschen, das ist so ein bisschen schon. Ich dachte mir, kippst du mal nach hinten, damit das so sieht, weil ich noch ein bisschen den Himmel drauf hatte. Ich bin da ganz dicht dran, 16 mm. Und dann sieht schon eher so ein bisschen aus wie so ein Spielzeugauto, wenn man jetzt den Rand, den Himmel jetzt nicht so hätte, nur das Grau. Hat wie so ein kleines Matchbox, aber das ist auch ein Thema. Mit diesem Objektiv kann man wunderbar, wenn jemand Modelleisenbahner ist zum Beispiel, also ich habe auch mit dem Objektiv auch schon hier so eine H0-Lok fotografiert und wenn man da schön nah rangeht und das schön so ein bisschen vom Hintergrund weglöst, da kann man meinen, Mensch, man hätte fast eine Original. Ich habe ja auch Modelle zu Hause, die so ein bisschen gealtert sind. Also die Modelleisenbahner draußen am Fernseher wissen das, was ich meine. Die so ein bisschen auf alt getrimmt sind. Und da kann man schon mal den Eindruck bekommen, ist das jetzt echt oder ist das jetzt doch nur ein Modell in Anführungsstrichen? Ja? Also für den, der Autofotografie, das ist natürlich auch so ein klassisches Thema, mit so einer Brennweite, mit so einem Weitwinkel. Dann war auch eine Frage vom Kunden, es gibt ein 2490 und 1635, das überschneidet sich so ein bisschen. Wie würdest du das sehen? Ist das schlimm oder ist das... Nein, das ist ja nicht, es gibt ja nicht Leute, die nicht unbedingt jetzt das 1635 haben und gleichzeitig das 2490. Oh. Manche haben vielleicht auch nur das 1635 und gehen danach schon vielleicht mit der Standardbrennweite mit 50 weiter. Das ist ja immer, kommt ja auch immer auf die Person drauf an, die sich praktisch diese Objektivreihe zusammen. Natürlich bei 2470 könnte man sagen, eine Überlappung. Auf der anderen Seite ist so, 16 und 24, denkt man, das ist relativ nah. Aber wenn man doch jetzt mal, jeder, der das weiß da draußen, ich meine, das muss ich keinem sagen, zwischen 16 und 24 ist nochmal ein erheblicher Unterschied. Ja, das ist schon von der Brennweite her extrem das, eigentlich. Ne? Genau. Dann nimmst du uns mit nach Namibia. Ja, da war ich, wie gesagt, als das Objektiv rauskam, war ich mit dem Udo Zell da. Wie gesagt, kommt so eine Dramatik durch die Bäume. Die sind ja schon auch schon tausendmal fotografiert worden, bestimmt. Aber was wir da festgestellt haben, ist bei dem Objektiv und auch bei der Kamera, aber gerade beim Objektiv, auch gerade, das ist schon relativ
warm. Das ist nicht mehr warm, das ist schon heiß. Also deswegen wächst der Rauchen auch nichts. Ja. Aber wie gesagt, und auch wir haben uns da lange aufgehalten, weil das ja auch eine Sache ist, wo man sagt, okay, da kommt man nicht mehr so schnell hin. Und da haben wir uns zu Tode geschwitzt, der Udo und ich. Aber wir haben dort, also das Objektiv hielt auch dieser Hitze stand. Also wir haben geölt und Wasser getrunken wie die Irren, aber wie gesagt, auch, aber diese Materialien, die wir hier verwenden, das lief immer gleich. Das lief, ob das jetzt große Kälte ist oder große Hitze, das läuft immer gleich gut. Ja, und das ist ja auch das, was es ausmacht, dass also das Objektiv bei großer Kälte oder bei großer Hitze sich immer gleichmäßig dreht. Und gerade wenn man zum Beispiel auch mal eine Sache filmt, das ist ja auch ein Thema. Gerade wir reden ja immer nur von der Fotografie, wir müssen ja auch mal von Filmen reden. Dann ist natürlich, gerade dann hat man natürlich vielleicht bei dieser Hitze nicht immer alles dabei, jetzt so feine Ringe, dass man das so schön dreht. Aber in dem Moment, wo man dieses Objektiv so ganz langsam anfängt zu drehen, das ist auch für jeden Filmer, läuft es wunderbar gleichmäßig, ohne dass man jetzt schon wieder Angst haben muss, an der Stelle fängt es an zu rucken, sondern es läuft von 16 bis 35. Läuft sauber, ohne Rucken. Ja. Ja, wie kamst du der Reise? War das eine Reise von der Akademie? Ja, das war eine Reise von der Akademie jetzt schon, ja. Aber der Udo kannte da jemanden und da hatten wir sehr viele Kunden dabei. Was heißt, wir waren insgesamt zu, wir waren eigentlich nur 10, 9, 9 waren wir von Leuten. Das war ja schon ein bisschen was Exklusiveres, muss man sagen. Und da sind wir mit, im nächsten Bild sieht man das vielleicht, ist das so mit so einem Buschflugzeug. Da muss genau die Ladung beachtet werden. Bei diesem Flugzeug, da muss genau alteriert werden, wer darf was mitnehmen. Und das war schon eine tolle Geschichte. Aber auch da stehe ich ganz nah an dem Flugzeug. Es ist ja nicht so, als wenn ich jetzt da zig Meter wegstehe, sondern das ist auch ein Gebiet, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Das ist alles ein bisschen abschüssig. Also diese Start- und Landebahn, das ist alles nicht so, wie man es bei uns so kennt, sondern die starten ja mitten raus. Und da kann man auch, deswegen war ich auch relativ nah dran, aber trotzdem sind die Proportionen schön, also auch die Linien sind schön gerade. Und das ist einfach das, was an so einem Objektiv eben auch in der Summe nachher auch vielleicht den einen oder anderen höheren Preis dann ausmacht. Man sieht ja, dass in der Luftzeit im nächsten Bild, ja. Da hinten fängt es an zu regnen. Mhm. Ja, also auch da konnte ich rausfotografieren. Das ist an der Seite bei diesem Flugzeug, bei diesen sogenannten Busch-Flugzeugen kann man an der Seite die Fenster, so ein kleiner Kuckloch, kann man aufklappen und festmachen. Dann wird es irre laut da drin in dem Flugzeug. Aber ich habe natürlich dann die Möglichkeit, gerade aus dem Fenster, ja, ich habe also keine Fensterscheibe direkt vor mir. Und das ist natürlich dann schön, gerade wenn man da gerade sieht, so schön dieses, dass es da gerade in der Stelle mal kurz regnet, abregnet. Und dann sieht man auch, also du hast ja damals noch die SL Typ 601 dabei genau, gehabt. Also da geht natürlich das Objektiv auch hervorragend. Ja, das war auch eine Frage. Aber auch, also, wie gesagt, gerade bei unseren sogenannten Vollformatsystemen, jetzt ist das natürlich eine ganz tolle Geschichte. Aber natürlich auch dann, wenn man das beim nächsten Bild. Genau, zu Wasser, zu Lande, zu Wasser in der Luft. Ja, auch das ist schön. Das ist auch so ein kleinen, so diese Boote, die da haben, diese Ranger, die uns da geführt haben. Übrigens ganz tolle Typen waren das. Also die haben einem wirklich diese Wildnis hautnah vorgeführt. Mhm. Immer gesagt, bitte die Hände im Boot behalten, sonst hat man vielleicht keine mehr. Denn wenn man da reingreift, kann es auch sein, dass mal schnell da ein Krokodil einem die Hand abbeißt. Und dann sitzt man da in so einer wirklich absolute Nussschale, aber natürlich diese Perspektive nach vorne macht schon. Und da auch muss man Weitwinkel haben. Ja, dann in so einem Boot. Da so ein bisschen Vordergrund, wie der Olli immer sagt, und die Richter, Vordergrund macht Bild gesund, da ist schon was Wahres dran. Und absolut. Dann ist es auch so, die Kamera auch eine Frage gewesen, ist natürlich alles wetterfest. Also wenn da mal klar, Spritzer, das ist auch kein Problem. Das ist jetzt gerade bei der, gut, das ist ja, wir haben ja große Hitze, wir hatten Gott sei Dank jetzt keinen Regen, aber auch Regen. Wir hatten, wo wir an den Victoria-Fällen waren, da muss man dann links sagen, da hatten wir ja schon mal einen Beitrag vorher, wo ich auch da Bilder gezeigt habe, wo wir mit der CL unterwegs waren. Da hatte ich die auch mit. Aber wie gesagt, auch da mit der SL 601 oder mit den Objektiven. Ich meine, wenn es an den Victoria-Fällen das Wasser runterläuft, dann ist es wie zu Hause in der Dusche. Da kann ich mich auch mit der Kamera, mit dem Objektiv auch ohne die Dusche bei mir daheim stellen. Ist nichts anderes. Okay. Und dann ist natürlich wichtig, indem man die Gegenlichtblende drauf zu haben, damit möglichst die Frontlinse nicht wirklich... Ja, wobei es aber jetzt, wenn die jetzt nass wäre, das ist ja diese Beschichtung, die wir haben, da läuft das, perlt das Wasser aber einfach ab.
gehabt, genau. Dein letztes Bild aus Namibia ist hier eine wunderschöne Abendstimmung, die da ist. Vielleicht kannst du auch ein bisschen was sagen. Ja, genau, auch da sieht man auch ganz normal. Es ist einfach ein ganz normaler, so ein, ja, da ist eigentlich die Sonne schon untergegangen. Mhm. Und dann denkt man immer, naja, da ist jetzt dunkel. Ja, aber da eigentlich habe ich immer das Gefühl, dass da die Hintergrundbeleuchtung nochmal kommt. Mhm. Und wie gesagt, man sieht ja auch, dass es einfach eine schöne Stimmung da ist. War früher nie, wie man so schön sagt, so ein Afrika-Liebhaber, war immer eher auf Südostasien oder USA. Aber bin froh, wie gesagt, dass der Udo mich da mit hingenommen hat, um auch vielleicht, sage ich ganz offen, vielleicht mal mit dem Vorurteil aufzuhören. Jetzt finde ich das ganz klasse. Also das ist immer, man muss auch mal was machen, wo man denkt, es könnte skeptisch sein, aber da habe ich es trotzdem gemacht und fand es ganz, ganz toll. Dann hat uns die Sarah ein Foto im Pfälzer Wald. Ist richtig, Sarah, ja? Ja, sie nickt, ja. Weil einfach auch das Thema... Da ist schön, da bin ich da schön. In der Nähe. Ja, denn hier ist so, es war auch das Thema, ja, wenn man auch gerade Nachtaufnahmen macht, was ist mit dem Vordergrund im Weitwinkel, es säuft so ein bisschen vorne ab. Und da hat die Sarah mal ihre Autoscheinwerfer angemacht und das einfach mal, das Blumenfeld da beleuchtet. Man sieht schon... Das kann man mit einer hundertstel Sekunde sogar aus der Hand machen, weil man mit einer SL2S bei ISO 6400 natürlich top fotografieren kann. Und kann man so eine Aufnahme auch mal schnell machen. Und das muss also nicht immer nur weit wegfahren. Das Schöne ist auch mal absolut vor der Tür. Wir haben es ja jetzt festgestellt in dem letzten Jahr durch die ganze Geschichte hier, dass man dann sagt, okay, also Deutschland ist auch was wert und Deutschland ist auch eine schöne Reise wert. Es gibt im Norden Deutschlands wie im Süden oder auch im Mitteldeutschland, wie gesagt, ich wohne ja in der Nähe von Mainz und zum Pfälzerwald habe ich es jetzt auch nicht so weit. Ja, und da kann man spektakuläre Aufnahmen machen, die manche sehen aus, als wenn man in irgendeinem Canyon in den USA wäre. Ja, also es lohnt sich, das zu entdecken. Gut, absolut. Dann war die Frage, wie ist das Objektiv im Gegenlicht? Und im nächsten Bild, das habe ich gemacht bei mir um die Ecke, im Bergischen Land. Ja. Habe ich nicht gekannt. Also, da ist er wirklich, ich sag mal, einfach rein. Ja. Ne? Abgeblendet, damit, wie bei Olli Richter gelernt, dass die Strahlen sozusagen, das einfach schön aussieht, die sternförmig. Ja. Und also F20, so weiter geht nicht. Und dass man wirklich auch noch Zeichnung in den Schatten hat. Also dass das nicht so... Wenn man reinzoomt in die chromatischen Aberrationen, eigentlich gar nicht vorhanden. Also, das ist schon, weil das natürlich eine Aufnahme ist, die schon so ein Objektiv oder auch das ganze System schon vor große Herausforderungen stellt. Genau. Genau. Also das geht wunderbar mit der Optik. Ja. Dann ist natürlich immer ein Thema, dass das Bouquet, ja, bei Leica. Das nächste Bild hat auch die Sarah gemacht. Hier ist, finde ich, ja ganz spannend und interessant. Es ist ja in der Dämmerung gemacht, ISO 12500, dadurch eine ganz eigenartige Lichtstimmung. Und auch da sieht man, man kann also ISO 12500 nehmen. Und wenn wir beide jetzt gesagt hätten, gehen jetzt mal los und machen mal ein Bild, das wären wir gar nicht auf die Idee gekommen. Die Sarah hat es gemacht, weil wir natürlich im Grunde genommen... Erstmal macht man das Bild nicht, da geht man abends und macht vielleicht andere Bilder. Genau. Aber dass man da doch ein ganz eigenes Licht hat, das ist schon speziell. Deswegen lernt man auch da was dazu. Ja. Nächste Bild ist von Carsten Ott, ein lieber Kollege aus der Akademie auch. Er wohnt bei mir in Mainz, ja. Ach, da kommt, ach stimmt, ja, wohnt bei dir in Mainz. Carsten wohnt da, ja. Weitwinkel, Bouquet, ja, auch da, auch von der Blende, um zu sehen, das kann man auch gut einsetzen mal, um eine Dramatik reinzukriegen. Und im nächsten Bild, das habe ich dann gemacht von meinem Wohnzimmer aus, raus in den Garten, da war das Licht so schön in dem Moment und es war Hintergrund alles beleuchtet. Auch da sieht man, bei 35 mm oder 34 mm, 4,5 kriegt man ein schönes Bouquet hin, was eine sehr schöne Zeichnung hat dabei. Ne? Also das ist ein typisches Leica-Objektiv von der Zeichnung. Ich denke mal, da wirst du also gerade wenn man größere Reisen macht, man sagt ja immer, ja, das Gewicht reduzieren und so weiter, aber das Objektiv gehört also schon irgendwo... Ja, wenn man mal eine einmalige Reise macht, wo man sagt, na, da kommt man in den nächsten Jahren nicht hin, da sollte man das Objektiv, wenn man SL-Nutzer ist, das auch benutzen. Ja, ja, weil man wirklich Aufnahmen macht, die so ein bisschen auch hervorstechen zu dem, was man vielleicht sonst gewohnt ist. Ne? Und es ist natürlich ein Top-Objektiv für die Architekturfotografie. Nächste Bild hat auch die Sarah gemacht. Ne? Ja.
ich sag mal, auch eine Situation, wenn man da genau hinschaut, was da noch für Zeichnung drin ist und wie die Lichtstimmung, auch hier ISO 12500 aus der Hand, ja, im Hundertstel Sekunde, das geht wunderbar. Ne? Aufnahmen, die man da mit der Digilux 3 nicht hätte hinbekommen, weil ja, das funktioniert einfach nicht. Da ist die Technik genau. Heute so weit und gerade eine SL2, ist super, ne, damit zu arbeiten. Nächste Bild ist von Carsten Ott. Das ist eher so eine klassische Architekturaufnahme. Genau, ne? Also in Frankfurt hat er das aufgenommen. Ja, das. Aber auch da sieht man jetzt wieder, gerade wenn man so ganz links oder ganz rechts sieht, die Aufnahme aufgenommen und dann, dass es nicht durchgebogen ist an der Seite. Sieht man ja schön, hat er sehr schön den Rand, dass das wirklich auch gerade nach oben läuft. Denn, ja. Und es kann ja auch manchmal so nach weglaufen, aber da ist es eigentlich kerzengerade. Und wenn man das, wie gesagt, in der Software jetzt zum Beispiel Capture One oder Lightroom aufmacht, dann sieht man auch schon, dass es einfach gerade ist. Da ist der Korrektur eigentlich, ja, manchmal, manchen Objektiven sieht man richtig, wie das springt, wieder richtig in die Arbeit. Aber da bei dem Objektiv, da zuckt es vielleicht mal einen Moment, aber da mehr war es dann auch nicht. Und das ist natürlich der Anspruch, den man natürlich hat und auch die unsere Optikrechner haben, dass sie sagen, okay, das Objektiv muss auch ohne wahnsinnige Korrekturen elektronisch nachkorrigiert, sondern eben ganz normal, das muss schon gleich so stimmen. Und das ist natürlich auch das, was den Anspruch ausmacht. Und das ist natürlich toll, wenn man gerade bei Architektur links, rechts, dann muss es gerade sein. Fertig. Carsten Ott ist ja auch hier an der Akademie tätig, macht Kurse über Urban Landscape, also Städtefotografie auf eine ganz besondere Art und Weise. Auch im nächsten Bild sieht man das. Also wer sich dafür interessiert, er natürlich so schöne Kontraste zwischen Rot und dem blauen Schild. Ja. Auch da, wie gesagt, das ist ein. Also wer sich da sozusagen dafür interessiert, der kann die Kurse gehen da wieder los. Mit Carsten Ott, das macht sicherlich sehr, sehr viel Spaß, damit zu arbeiten und so einen Kurs zu belegen. Dann war ja die Frage, hat 16 mm, hat man auch, was für ein Bouquet, wie ist der Schärfeverlauf? Und das ist auch ein Bild von Carsten Ott, da sieht man es schön. Ja, auch schön, ja. Dass man wirklich sieht, okay, wie ist denn die Schärfentiefe in der Naheinstellgrenze, wie wandert das nach hinten? Das eben auch da und dann zum Schluss hinten noch der Lichtpunkt kreisrund wird er dargestellt, was ja so im Prinzip die Königsdisziplin ist, dass die Lichtpunkte das machen. Und dann ein Bild aus dem Leitzpark auch von Carsten Ott, um die Architekturfotografie noch jetzt abzuschließen. Unser Spiegel hier vom Store, der meist fotografierte Spiegel Deutschlands, ne? Der immer eine andere Perspektive hat. Und der schöne, kräftige, dunkle Himmel, der blaue. Ne? Der rote Punkt dazu, das ist das sozusagen. Die Farbübertragung ist auch toll, also das ganze Spektrum, also wenn man die Farbneutralität von dem Objektiv, also wirklich, das, was man sieht, ist nachher bei einem kalibrierten Monitor immer vorausgesetzt, dass alles stimmt, dass dann ist auch die Farbe 1:1, gerade wie bei Rot. Rot ist ja immer so eine Farbe, die immer so ein bisschen kritisch ist. Und das ist wirklich, unsere Objektive haben immer wirklich ein schönes Rot. Ich liebe unsere Objektive im Rot. Das muss man sowieso sagen. Also ich glaube, alle Objektive sind ja so abgestimmt im L-Mount bei Leica. Und dass man die wirklich tauschen kann, ne? Dass man die, wir gehen ja hier in 4K raus, live, wer es also auf dem großen Bildschirm sieht, das kann man ja auch zu Hause eine Dia schon mal machen auf dem 4K-HDR-Bildschirm. Das macht ja sehr, sehr viel Spaß. Absolut. Und da können natürlich alle Objektive auch gemischt werden. Man sieht da keinen Unterschied. Das war auch eine Frage, wie ist die Abstimmung von der Vergütung? Nein, ist alles abgestimmt. Muss man ganz, ganz klar sagen. Ein Anwendungsgebiet für ein solches Objektiv ist natürlich die Konzertfotografie. Und die Sarah hat sich jetzt am Samstag auf ein Konzert gewagt. Und da sieht man natürlich, dass man da Weitwinkel braucht. Ja? Und auch da sieht man wieder die Ränder, wieder da, wo die Bühne aufgebaut ist, der rechte, auch der steht eigentlich gerade. Und nicht schon wieder krumm. Und auch da den hohen Kontrast- und Dynamikumfang, ne? Gerade mit der SL2S, kommt ja bei der SL2S sehr, sehr gut raus, ne? Sieht man ja, dass in Lichtern, Schatten überall Zeichnung drin sind und das über den großen Bildwinkel hinweg. Genau. Ne? Und natürlich gibt es auf Konzerten sozusagen auch Details, die man fotografiert und das funktioniert auch hier mit der Optik hier. Ja. Jetzt sieht man einen Effekt bei Weitwinkelobjektiven, wenn man das Glas sich ansieht, die sogenannte Volumendeformation, da kommen wir nachher nochmal drauf. Das ist kein
Abbildungsfehler. Das Objektiv ist ein physikalisches Grundgesetz, weil sich die im Weitwinkel die Perspektive sich dehnt. Im Gegensatz zum Tele, wo sie sich staucht. Und dann hat man diesen Effekt, den kriegt man aber auskorrigiert, das zeigen wir nachher. Und da die Architekturfotografie mit so einem Objektiv natürlich eine wichtige Sache ist, war das Thema stürzende Linien. Mhm. Die kann man ja bewusst einbauen. Oder man kann sie korrigieren. Die Leica M kann sie jetzt in automatisch Perspektivkontrolle. Ja. Da wird auch immer gefragt, ob das nicht. Genau. Das ist immer eine Frage, ob das auch in der SL2 oder SL2S kommt. Das ist auch eine berechtigte Frage. Ist eine berechtigte Frage, die können wir jetzt beide leider nicht beantworten. Genau. Ja. Aber wir haben eine Lösung vielleicht, wenn es so ist. Genau. Im nächsten Bild sehen wir eine Software, die heißt DxO Viewpoint. Den Link setze ich nachher unten in die Beschreibung rein. Und hier sieht man den Lightspark, wie er nach hinten kippt. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, die Perspektive zu korrigieren. Aber es gibt auch die Automatikfunktion. Und wenn man die jetzt mal virtuell drücken und zum nächsten Bild schauen, sieht man, dass die Software das automatisch korrigiert. Mhm. Und genau da brauche ich natürlich ein großes Weitwinkel, weil der schneidet mir ein bisschen ab. Ja, ja. Die Sarah macht es mal hin und her, da sieht man das. Ja. Da ist man natürlich froh, dass man dann 16 mm hat, weil man weiß, man möchte ja immer noch die Dramatik des Bildes behalten durch das Weitwinkel. Genau. Und jetzt ist es gerade, wo man das aber auch einsetzen kann, ist nicht nur in der Architektur, sondern im nächsten Bild sehen wir auch mal hier im Museumshop, hier sieht man hier Bilder, die man abfotografiert. Und an den Ecken der Bilder sieht man weiße Punkte. Die habe ich in DxO Viewpoint vorher dran gesetzt. Ja? Mhm. Und dann im Prinzip auf Ausführung gegangen und schon setzt die Software das einem gerade hin. Das heißt Repros, da kann man es natürlich, und mit dem Weitwinkel macht man vielleicht mehrere solche Dinge auch. Ne? Und zwar, dieses Viewpoint ist ja kein klassischer RAW-Converter in dem Sinne, sondern du kannst ja deine Bilder erst in deiner gewohnten Software bearbeiten. Genau. Ist praktisch noch mal ein Zusatzmodul, um eben solche Sachen auch noch mal anzupassen. Genau, der Viewpoint funktioniert als Standalone, es funktioniert aber auch als Plugin für Photoshop und Lightroom, glaube ich. Genau. Man kann es als Capture sicherlich auch öffnen. Also da das ist nicht, man kann es dann übergeben. Genau, man kann es übergeben, es ist, glaube ich, gar nicht teuer, es kostet irgendwie 50, 60 Euro, wer das viel macht, der hat es ruckzuck raus, ganz genau. Und DxO Viewpoint kann noch was, das ist die Korrektur der Volumendeformation. Im nächsten Bild sehen wir das. Das sieht man hier eben auch im Bild von Carsten Ott. Wir sehen eben, dass das physikalisch bedingt, nochmal, es ist kein Fehler des Objektives, sondern es ist einfach eine ganz natürliche Sache. Die Perspektive dehnt sich. Wenn ich jetzt was im Nahbereich vorne habe, sieht das ein bisschen eierig aus. Und das ist dann nicht schön, wenn man beispielsweise Gruppenaufnahmen hat, ne, wo man nicht im Weitwinkel arbeitet, man kann nicht sozusagen, die Wand ist dahinter, wie auch immer. Und das korrigiert DxO Viewpoint auch, wie man hier sieht. Ja, jetzt ist die Kugel wieder rund. Ne? Man sieht aber auch, der Hintergrund kommt ein bisschen näher. Ja, das ist ganz interessant. Ja. Ne? Also das geht so ein bisschen verloren, jetzt das Weitwinkel, was man, also man muss genau entscheiden, was macht man nicht. Nicht genau, aber man sieht daran schon, dass das Weitwinkel eigentlich schon da absolut benötigt wird. Denn wenn ich auf 24, dann ist die Deformation jetzt vielleicht nicht ganz so groß, ist auch klar. Mhm. Aber wenn ich das da ansetze, dann geht der Weitwinkel-Effekt dann deutlich reduziert er sich. Deswegen 16:35, wo darf ich immer noch diese Vordergrund- oder die dramatische Stimmung noch beibehalten kann. No? Dann ist ein typisches Thema für eine Weitwinkelfotografie ist die Langzeitbelichtung. Und dann haben wir im nächsten Bild Carsten Ott wieder mit einem Bild, was ja, ich sag mal, das macht man kaum, Vollmond, ja, Sonne geht unter, die Konstellation muss man haben. Man sieht hier 25 Sekunden Belichtungszeit, ein Top-Bild, finde ich. Ja. Also das muss man, also einfach muss man die Szenerie erstmal haben in der Kombination. Da muss man ja auch wie immer auch am richtigen Ort sein, zur richtigen Uhrzeit sein. Das wirkt und dann halt muss man es machen. Dann wirkt es halt, wenn es groß aufgezogen wird, entweder auf ein paar oder auch gerade als digitale Diaschau bei einem Beamer, der das in der Lage ist, so ein 4K-Heimkinoprojektor, der in der Lage ist, das so darzustellen, dann wirkt das natürlich gerade in einem dunklen Raum, wirkt das schon fast wie echt. Ja, das ist schon toll, ja. Jetzt ist ja auch, ich sag mal, wenn man jetzt Langzeitbelichtung hat und man sieht ja, und das war auch eine Frage, sehr oft Bilder, wo tagsüber das Wasser in der Langzeitbelichtung funktioniert. Jetzt ist die Frage, wie geht das? Wir haben einen Graufilter. Kannst du zeigen, wie ein Graufilter funktioniert? Genau. Der ist zum Beispiel jetzt mit, das ist ein ND 16. 16.
Das heißt, der verlängert natürlich die Belichtungszeit deutlich. Ja. Mhm. Und da das Wasser ja weiter fließt, mhm. und natürlich setze ich den ein, wenn ich normales Licht habe, dennoch aber nicht an diese Stelle. Ich kann natürlich das auch gegen die Dämmerung machen, mache dann auf Blende 16 und irgendwann mal wird das dann, sagen wir mal, 2 Sekunden, dann fließt das Wasser auch weiter, aber es gibt ja mal Situationen, wo ich das nicht, mir nicht möglich ist, wo es eben tagsüber ist und dann habe ich vielleicht eine Viertelsekunde. Eine Viertelsekunde ist aber für so ein Bild, was wir in den nächsten, die wir da sehen werden, zu wenig. Das heißt, dass deswegen ist dann dieser Graufilter so wichtig, dass es jetzt als 16, es gibt auch noch die stärkere, es gibt auch Variable von anderen Herstellern, kann man ruhig mal sagen. Und, aber wie gesagt, wenn man den hier hat, dann verlängert sich die Belichtungszeit natürlich exorbitant. Und in dem Moment habe ich natürlich, da das Wasser weißer fließt, auch den Himmel, wie aber auch, wenn jetzt die Wolken sich durch den Wind stark bewegen, das wäre schön. Das Wasser kriegt weiterhin Antrieb. In dem Moment habe ich natürlich eine lange Verschlusszeit und diese lange Verschlusszeit zeigt mir dann, dass es da praktisch das Wasser wie so ein Nebel da, und die Wolken natürlich auch schnell ziehen. Sehen wir im nächsten Bild von Oliver Richter, Nilofoten. Genau, und da sahen wir gleich vorneweg. Und der Oliver Richter ist natürlich jemand, der das fotografiert, was auch da war. Da werden keine Himmel eingebaut oder da werden keine Nebel da vorne künstlich erstellt, sondern das Bild ist so. Das heißt, man sieht ja auch, das ist 30 Sekunden belichtet. Das ist oben im Norden, das ist Norwegen, glaube ich. Gell? Ja. Norwegen. Und in dem Moment, da bewegt sich natürlich der Himmel, die Wolken, das Wasser bewegt sich. Und da lässt er das. Aber wie gesagt, er ist kein Freund des eingebauten Himmels, weil wir haben ja später so ein Beispiel. Können wir ruhig mal machen. Das ist ja die künstlerische Freiheit, wie wir es ja auch gestalten, wie es auch bei der M-Fotografie gibt es ja immer. Der eine mag das, der andere mag das. Und das ist ja die Vielfältigkeit, die wir haben. Und die muss auch bleiben. Aber der Olli ist natürlich jemand, und das kann ich vollkommen nachvollziehen, der arbeitet nur mit dem, was er sieht. Und das ist aller Ehren wert, das muss man schon dazu sagen. Ja, sehen wir im nächsten Bild auch. Ne? Da ist wieder ein Bild hier. Da sieht man typisch, ja, 30 Sekunden, das ist am hellerlichten Tag natürlich. Klar, da hat er natürlich auch so einen Filter benutzt, der ja nur dafür hat, dass diese Wolkenstimmung, da die Wolken sich dann sehr wahrscheinlich, war es vielleicht windig, dass der Wolken sich schnell bewegen. Und dieses ist kein Himmel, der nachträglich eingebaut ist, sondern der war da. Das sieht man auch im dritten Bild von Olli Richter hier, genau, sehr eindrucksvoll, ne, wie das ist. Da muss man natürlich an der richtigen Zeit sein und natürlich, und der Olli hat natürlich dann auch jemand, der sich dann auch da hinsetzt, der dann wartet, bis der richtige Moment ist. Wenn man diese Zeit und diese Lust nicht hat, dann muss man sich andere Sachen dann zu Hilfe nehmen, wo einer sagt, nein, das ist für mich überhaupt kein Thema, für den Olli ist es kein Thema, aber ich finde es immer toll, wenn er sitzt dann da und hat dann diese Engelsgeduld. Da kriege ich was an mich manchmal. Und wie gesagt, auf diese Situation zu warten. Und wie gesagt, und das ist natürlich dann, wie man so schön sagt, das ehrliche Bild. Das ist auch okay. Das auch, also, ja. Und ich habe gehört, Olli Richter bereitet gerade einen Vortrag über die Lofoten vor. Da können wir uns auch wirklich was freuen. Das sind dann wirklich sensationelle Bilder. Das sind dann schon Bilder, die dann schon extra klasse sind. Das muss man dann sagen, ja. Und dann kommt jemand wie ich. Genau, jetzt kommen wir zu den... Olli Richter hat mir Bilder vom Graufilter gezeigt. Ja. Ich schaue mal, wie das so in der Praxis funktioniert, damit ich hier auch ein bisschen was erzählen kann. Gehe also dann bei mir im Bergischen Land letztes Wochenende oder vor das Wochenende los. Was war? Kein schönes Wetter. Und mache dieses Bild hier. Und sieht, aha, das Wasser fließt auch, habe ich also hinbekommen, aber der Himmel war nicht da. Ja, das ist also das Typische, wenn man das kennt im Bergischen Land, der bergische Himmel, grau in grau. Ein Leben in der Wolke, ja, das ist so östlich von Köln. Mich hat schon gewundert, dass man überhaupt was sieht. Ja. Und jetzt ist das Bild natürlich erstmal langweilig. Ich habe es technisch irgendwie hinbekommen, man sieht, das Wasser fließt, ja, Stativ aufgebaut, Blende 22, 13 Sekunden Belichtungszeit, ISO 50. Und dann fiel mir die Software Luminar ein, wo es ja immer mit künstlicher Intelligenz ist. Künstliche Intelligenz. Und wenn man dann das nächste Bild sieht, zack, habe ich mal auf Knopfdruck den Himmel ausgetauscht. Ja, genau. Das ist natürlich eine Diskussion, die haben wir eben mit Olli Richter aufgeführt, auch berechtigterweise. Und sie wird ja immer sehr auch sachlich geführt. Der Olli ist keiner, der dann sagt, ich will das, sondern meins ist das Bild so, wie es da war. Ein Ersatzhimmel ist für mich keine Option. Und das ist eine konsequente Meinung und die ist auch gut.
Und es gibt dann andere, die möchten dann halt vielleicht dann so künsteln. Ich mag das auch nicht immer. Nee. Es gibt manche Situationen, da trickse ich auch mal. Oh Gott. Aber meine Bilder, die ich vorhin gezeigt habe, sind auch echt. Das ja, bis zu dem Punkt, wo ich kam, war alles echt. Ne? Genau. Man kann dann den Luminar noch im nächsten Bild, sieht man dann, dass man, wenn man den Himmel ausgetauscht hat und dann das nächste Bild nimmt, sieht man, dass man noch einen Look, den Unterschied sieht man ganz gering, geben kann. Ja. Also die Farbe noch anpassen. Also sind zwei Knopfdrücke. Man kann natürlich einen eigenen Himmel nehmen, muss man ganz klar sagen. Für irgendwo fotografieren, dann einbauen. Ja. Das geht alles. Und dann, na klar, die Diskussion ist natürlich, man muss sagen, seit es Photoshop gibt, geht das prinzipiell, also seit 20 Jahren. Ja. Und früher haben wir eben darüber gesprochen, waren die Dia-Fotografen, die bei Vollmond erstmal einen Film voller Monde fotografiert haben, den Film dann eingelegt haben, Doppelbelichtung gemacht haben beim nächsten Motiv. Ja, das ging auch. Natürlich auch so. Also, ne? Wie gesagt, es geht ja auch mal um unser Objektiv, aber da sieht man die Bilder. Da sieht man den Unterschied. Da sieht man schon, ja klar. Also, aber es ist, ich sage mal, erlaubt ist, was gefällt. Und, aber wie gesagt, wenn einer fragt, und das ist dann auch egal, auch wenn jetzt in der Akademie sowas mal gezeigt wird, dann sollte man schon einem Kunden vielleicht das verraten, wenn der Kunde nachfragt, wie habt ihr das gemacht? Aber dann sollte man auch dann sagen, okay, der Himmel, den habe ich nachträglich eingebaut, weil dieses Bild hat diesen Fadenhimmel jetzt auch nicht verdient. Deswegen haben wir das gemacht. Und da sollte man auch schon offen, ehrlich damit umgehen. Genau, man sollte dann hinschreiben, ich habe das ausgetauscht. Man nennt das ja Composing, also ich habe es zusammen komponiert, das Bild. Da gibt es ja sehr viele sogar Fotowettbewerbe, die nur Bilder zulassen, die so auf diese Art und Weise kommen, dass sie eben zusammengebaut sind. Auch das gibt es ja. Ich meine, aber das ist alles möglich. So. Alles dann, möglich. Wenn man dann noch ein Beispiel sehen möchte, auch das nächste Bild, gleiche Tag, das habe ich gemacht hier, sieht man auch, es ist störte mich rechts hinten, dass man die Häuser noch sieht. Ne? Es sieht also nicht so grün aus und der Himmel ist auch nicht passend. Ne? Ja. Und da kann man natürlich auch in Luminar den Himmel austauschen. Das sieht man dann, wenn man weitergeht. Das ist ein relativ passender und nicht so der Himmel. Ja. Und dann gibt es da noch eine Funktion Sonnenstrahl. Weil es haben auch wirklich viele geschrieben, gesagt, man sieht auf Instagram immer diese aufgepimpten Bilder. Genau. Ja, und es, viele, glaube ich, sind mit Luminar oder ähnlichem gemacht. Ja, genau. Ja, also das ist jetzt, und das gerade mit den Sonnenstrahlen, das geht wirklich ganz, ganz, ganz hervorragend, muss man sagen, in dem Ganzen. Also das ist schon eine wirklich gute Geschichte, die da ist. Ja. Aber wie gesagt, das ist eine künstlerische Sache. Und wie gesagt, aber das soll ja trotzdem die Leistung von dem Objektiv jetzt nicht schmälern, sondern das Objektiv ist einfach eigentlich in dem Bereich, da haben wir ja auch lange drauf, wir hatten es leider im R-System nicht. Ja. Und wir hatten es ja nur ansatzweise im M-System mit 16, 18, 21. Mhm. Aber wie gesagt, wenn man halt so landschaftsmäßig oder auch bei anderen Dingen, wie du ja selbst angezeigt hast, ist so ein 16-35, ist eins der Objektive, die mit Sicherheit in den Rucksack einer SL-Ausrüstung gehören. Ne? Da wären wir jetzt beim Thema Rucksack. Es war sozusagen die Frage, was ist ein gutes Transportverhältnis für eine SL? Jetzt muss ich mal hier runtergreifen. Ich weiß nicht, ob man das sieht hier. Das Thema Rucksack ist ja immer ein sehr großes und wir haben uns hier so ein bisschen im Store, Evoque, es gibt viele Hersteller, mit denen haben wir sehr gute Erfahrungen und das ist der CW26, der ganz hervorragend, also ich hoffe, man sieht so ein bisschen, wo man eine SL-Ausrüstung top reinkriegt. Ja? Also da Kamera 90, 280, alles ist dabei. Evoque ist eine Firma, die aus dem Fahrradbereich kommt, die entsprechend auch einen super Tragekomfort hat, ein sehr durchdachtes System im Ganzen hat. Und wir haben eigentlich mit dem L-Kameraforum oder auch so im Store gibt es eine Aktion. Und zwar gibt es den Rucksack, das muss ich richtig aufmachen, gibt es Erweiterungstaschen für diesen Rucksack. Und das ist hier der CB3L, also eine kleine Tasche. Da passt dann, weil die meisten SL-Fotografen haben ja noch eine Q oder haben eine M. Ja, ist oft so. Die passt hier rein, die kann man als extra Tasche auch nehmen. Da ist die sehr clever, die liegt einzeln bei 50 Euro. Und es gibt bis zum 1. August hier im Store eine Aktion, diesen Rucksack für 299 Euro also inklusive der kleinen Tasche dabei. Mhm. Ja, okay. Und das ist, ich sag mal, eine schöne Kombination jetzt über den Sommer. Natürlich hat der Rucksack einen Seiteneingriff, ganz wichtig. Also ich muss nicht so hinten, man kann auch von der Seite rein.
Ja, kann dann auch schnell, auch mit dem 90-280, wenn man da unterwegs ist, oder 16-35 natürlich. Und man hat überall, ich sag mal, kleine, ein Regencape dabei, ist natürlich wetterfest. Hier hinten oben nochmal kleine Taschen, also da ist genug, was man hier verstauen kann. Und das ist eine Top-Qualität. Wer möchte, kann natürlich auch gerne mal seine Ausrüstung hier vorbeibringen. Für uns hinten in Naturschutzgebiet gehen, damit auch mal rausgehen, erstmal ausprobieren, auch markenfremd natürlich, kein Problem, dass da ist. Also das war auch eine Frage, was würde man denn empfehlen im Transportbereich? Ich würde sagen, jetzt können man ja mal in den Chat ein paar Fragen stellen. Ja. In der Zeit erkläre ich, was es kostenlos gibt. Wir verlosen ja immer was und wir haben uns heute was Besonderes ausgedacht. 10 von diesen Sets gibt es, solange der Vorrat reicht. Aber ich muss mal dazu sagen, einmal gibt es dieses Buch 99 Years, das Leica-Buch, wo so sehr viel über Leica und Geschichte beschrieben ist. Das ist aber noch nicht alles. Es gibt von der Firma Ewok, die haben einen Top-Fotografen hier. Ich muss mal immer den Namen nicht falsch sagen. Markus Gräber. Da gibt es handsignierte Prints. Und zwar haben die Auflage von 100 Stück. Ups, ich muss mal hier meinen Weise machen hier. So, Entschuldigung. Was war das? Das war das Tablet hier, ging irgendwie an. Ja. Das ist live. Handsigniert sozusagen der Print. Und entsprechend nachher auch hat man da die, gibt es in diesen 10 Sets das auch dabei. Mhm. Eine Auflage von 100 Stück. Und es gibt einen Ewok-Trageriemen noch dabei. Also, wer uns eine E-Mail schickt an info@leicastore-wetzlar.com, die ersten 10 kriegen das kostenlos, da brauchen wir noch die Adresse dafür, nach Hause geschickt. Ja, super. Das Dankeschön. So, jetzt kommen noch die Aktionen, die Testaktion. Die Testaktion, natürlich. Auf die Testaktion weisen wir natürlich noch hin. Die SL mit Objektiven in den Leica Stores kostenlos ausgeliehen werden, dann an die Stores getestet, sozusagen. Genau. Dann kann man zum Beispiel sich auch von der Qualität. Wir haben hier die ganze Zeit so schön über das 16-35 gesprochen, sich selbst davon überzeugen und auch sich dann Daten dann mit nach Hause nehmen und zu sehen, ob das, was wir hier gesagt haben, auch zutrifft. Mhm. Also, jetzt sind zwei Fragen. Warte mal, da ist ja ein bisschen immer Versatz dabei. Vergleich, also 11 bis 23 an der SL2. Was würdest du da sagen von der Qualität her? 16-35, 11 bis 23? Ja gut, 11 bis 23 ist natürlich, da ist das 16-35 schon das bessere Objektiv. Wobei ich das 11 bis 23, das habe ich ja schon in den vergangenen Sendungen mal zum Thema CL gesagt, weil die CL eine wunderbare Kamera ist, weil sie halt wunderschön klein ist, weil eben das Format halt nicht so groß ist, ist das eine tolle Optik. Also ich habe damit so viele schöne Bilder gemacht. Also wer Bilder, Originale von mir mal zugeschickt haben will, vom 11 bis 35, kann das gerne machen. Also ich habe damit kein Problem. Mhm. Ich schicke das auch mal einem zu und der kann sich das, aber dann sieht man schon, dass das 16-35, ich sage mal, noch ein bisschen mehr Luft hat. Das muss man sagen. Es ist in der Summe das bessere Objektiv. Aber wie gesagt, man sagt ja immer, die letzten 5% kosten eben etwas mehr. Und wie gesagt, also wenn man da Vergleichsaufnahmen macht, sieht man, dass das 16-35 definitiv das bessere Objektiv ist. Dann ist die Frage, ja, trotz offener Blende ist die Schärfentiefe sehr groß bei dem Objektiv. Liegt das an der Optik? Oder? Ja gut, ich meine, wenn ich jetzt eine Anfangsöffnung von 3,5 habe bei 16 mm, ja, letztendlich ist es nichts anderes. Also selbst wenn ich ein M-Objektiv, sage ich mal, 21 oder das 16-18-21 hat Lichtstärke 4. Wenn ich da auf 4 stelle, ist auch, da ist eigentlich, ja, da bin ich jetzt, eine, da ist alles scharf. Ich meine, das liegt einfach an der Physik, da ist die Tiefenschärfe schon groß. Die Abblendung, wenn man das braucht, die Abblendung ist dann entscheidend, wenn man zum Beispiel Nahaufnahmen macht, weil ich ja vorhin gesagt habe, Modelle zu fotografieren, dann bin ich ja relativ nah an meinem, jetzt in meiner Lokomotive zum Beispiel, H0. Wenn ich da jetzt natürlich auf S16 oder 22 abblende, da brauche ich ja eher. Denn ob ich jetzt im Weitwinkel, sprich auf einer Landschaft, wenn ich am Bryce Canyon stehe oder wenn ich im Science National Park stehe, wenn ich da mit 16 mm 3,5 auf unendlich, da ist eh alles scharf. Aber wie gesagt, es ist ja die Abblendung, brauche ich ja eher, wenn ich, wie du ja Bilder gezeigt hast, die im Nahbereich unterwegs sind, wenn ich da die Tiefenschärfe brauche. Dafür ist es eher zum Abblenden. Dann eine Frage. Würdest du einen UV-Filter empfehlen?
Also es gibt einen schönen Spruch, den habe ich mir gemerkt von meinem lieben Kollegen, der leider nicht mehr lebt. Das ist der Edgar Best. Ja. Der Edgar hat immer gesagt, der beste Filter ist keiner. Ich sage das jetzt mal so, ist so. Aber es gibt natürlich gerade, wie wir ja in Namibia waren, da haben wir die Filter drauf gehabt, weil da Sand ist. Ja. Und es gibt natürlich auch, wenn man mal in die Berge geht, solche UV-Strahlung, da ist es aber in einer normalen Breite, würde das der Peter Kabe auch unterschreiben. Ja. Dann ist das bei 35 mm Brennweite, ist das 1635 oder 2490 besser? Das ist eine schwierige Frage. Die kann man nicht vergleichen, weil das ja von der Konstruktion her unterschiedlich ist. Ja. Also wenn ich jetzt 24:24, ja, das ist, ich glaube, wenn ich zwei Bilder mache, zum Beispiel bei 16:35 in 24 und das 24:90 in 24, ja, und wenn ich die Bilder jemandem zeige, dem ich nicht sage, mit was ist, wird der auch seine Schwierigkeiten haben. Dann, jetzt kommt eine Frage zum Konkurrenzprodukt auch. Wo unterscheidet sich das 1635 vom Panasonic 1635 4.0? Es ist konstruktiv anders. Ja, es ist schon mal, was ist besser, ist für uns immer schwierig zu beantworten. Ja, das ist, aber wie heißt es, klar, wir haben schon einen anderen optischen Aufbau und wir haben einen anderen, auch verwenden auch andere Linsen, andere Vergütung. Und das Objektiv ist auch von der, wenn man jetzt mal das hier dreht, gut, beim Autofokus sagt man, da brauche ich ja nicht drehen. Mhm. Aber wenn ich manuell fokussiere, dann muss ich drehen. Ja. Wie gesagt, was ich auch vorhin gesagt habe, das Drehen des Zoomrings, genau das Gleiche. Mhm. Und die ganze Haptik, ich sage einfach, ja, die Frage ist deswegen schwer zu beantworten, weil das ist eine Gefühlssache, wenn man das in die Hand nimmt. Mhm. Ja? Aber ich sage ganz einfach, wenn ich beide in die Hand nehme, ist schon, gefällt mir unser Objektiv unterm Strich besser. Aber ich würde es einfach sagen, wir sind freie Bürger, die Leute sollen in den Handel gehen und das mal anfassen, also die Objektive von Panasonic halt, wenn man in ein Geschäft gibt, die das vorrätig haben, und dann mal vielleicht fragen, zum Beispiel bei Calumet, die haben da wahrscheinlich beides da, Multi-Brand-Store sind. Da kann man das ja sich ein eigenes Bild von machen. Dann die Frage, da hatte ich mich sehr entschuldigen, weil ich einfach versprochen hatte, ein Bild zu liefern. Das haben wir jetzt nicht gemacht, und zwar an der CL mit dem 1635. Aber da kann man uns anschreiben, da schicken wir mal ein Bild noch. Ja. Ja, das machen wir dann hier. Ob du was im Bestand hast bei dir? Ich hab das Objektiv bei mir im Bestand. Ich habe auch eine CL. Wer an mich eine E-Mail schreibt, ist ja ganz einfach, olaf.wolf, ganz einfach, @leica-kamera.com. Der kann von mir, dem mache ich eine Aufnahme. Mit dem ganz speziell. CL, kein Problem. Und es funktioniert natürlich an der CL und ist auch ein Top-Objektiv an der CL. Kann man auch, klar, logisch. Ja, ich glaube, das war's. Wir warten noch einen kleinen Moment, ne, die da sind. Aber ich glaube, das war's so an Fragen. Und verfügbar ist das Objektiv. Also natürlich immer schwierig bei uns. Im Moment ja, aber man weiß bei Leica, das wird ja von Hand gebaut. Es ist nicht immer alles verfügbar, was funktioniert. Und wie gesagt, das einfach mal anrufen bei uns oder in den Stores. Ja, wieder sehr interessant, kommt hier, inspirierend. Ja, dann würde ich sagen, bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit hier am heutigen Abend. Und wir sind immer überrascht, wie viele Zehntausende es nachträglich noch sehen, muss man sagen. Wir heute immer noch mal aber wir haben ja auch gesagt, das soll ja nicht, wenn wir heute Abend das hier vorstellen, dann soll ja nicht das Ende sein. Die Leute haben ja meine E-Mail-Adresse, die können mich anschreiben und sie stehen ja auch immer in Kontakt, der Benedikt und meine Wenigkeit. Ja. Und dass wir dann immer auch Fragen beantworten, im Nachgang noch. Oder wie gesagt, wenn einer mal sagt, kannst du mir mal ein Bild schicken? Ich würde mal gerne aus der ich habe das Objektiv nicht bei, kannst du das mal machen? Mache ich. Ich schicke es natürlich als RAW und JPEG dann einem zu. Und dann sieht er, dass es unbearbeitet ist, dann kann er das selbst zu Hause selbst machen. Dann ist die Frage noch zum Schluss, die ist ganz interessant. Blitz leuchtet unser SF60 die 16 mm aus? Ja. Macht er? Ja. Also der SF40 nicht, aber der SF60. Aber da ist ja die Weitwinkelscheibe dabei. Die muss man dran setzen. Wenn man dann sozusagen den Jodbecher noch dran setzt, ist man ganz auf der sicheren Seite. Genau. Ja, das war's. Dann waren das kleine Fragen. Dann bedanken wir uns. Olaf, hat wieder Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, dass Sie uns dann auch im Store auch hier wieder besuchen. Der Lightspark hat ja soweit wieder offen. Die Steve McCurry-Ausstellung sollte sich keiner entgehen lassen, ja, die hier ist. Die ist sensationell. Das Café hat wieder offen, von Mittwoch bis Sonntag, ne, ist es wieder da, einer der wichtigsten Orte überhaupt. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend
und bis hoffentlich bald wieder hier im Leica Store Wetzlar oder auf YouTube, wie auch immer. Genau. Vielen Dank fürs Zusehen. Alles klar. Dankeschön. Und tschüss.